Mit großer Zuverlässigkeit macht jeden Monat die Nachricht die Runde, dass die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn abermals unter 70% gefallen ist. Genauer, dass weniger als 70% der Fernzüge weniger als 6 Minuten verspätet waren. Wenn die Bahn wollte, könnte sie das natürlich weiter aufschlüsseln und eine ganze Wahrscheinlichkeitsverteilung der Verspätungen angeben. In einem solchen Histogramm sieht man, dass im letzten Jahr knapp 20% der ICEs exakt pünktlich abgefahren sind, 10% eine Minute Verspätung hatten, 9% 2 und so weiter. Immerhin noch 4% waren zwischen 31 und 45 Minuten verspätet und 1% über 90 Minuten. Laut der Bahn sind ja ausgefallene Züge auch nicht verspätet, sodass man separat erwähnen sollte, dass zumindest laut unserer Statistik hier etwa 8% der Halte ausfallen. Dann muss man aber auch dazu sagen, dass vielleicht ein Viertel dieser ausgefallenen Züge zwar als ausgefallen markiert werden, aber ein Ersatzzug zur selben Zeit dieselbe Strecke fährt, sodass abgesehen von fehlenden Reservierungen und dergleichen unnützer Dinge die Fahrt eigentlich wie vorgesehen stattgefunden hat. Wenn man sich das im Zeitverlauf ansieht, merkt man auch, dass an einem normalen Tag nur so 3% der Halte ausfallen, aber an schlechten Tagen dann eben mal deutlich mehr, zum Beispiel während der zahlreichen Streiks, dem Schneechaos im Dezember oder den Überschwemmungen Anfang Juni. Das alles bezog sich ja nur auf den Fernverkehr. Der Regionalverkehr ist im Vergleich dazu geradezu erschreckend pünktlich. Fast 50% der Züge fahren auf die Minute genau ab. Deutlich weniger Züge haben wirklich große Verspätungen und die Pünktlichkeit nach Bahnmaßstäben liegt bei um die 90%. Deutschlands S-Bahnen sehen ganz ähnlich aus, auch wenn sie wieder etwas höhere Ausfallraten haben. Man sollte nicht vergessen, dass allein die S-Bahn Stuttgart beispielsweise ungefähr so viele Fahrgäste im Jahr befördert wie der gesamte Fernverkehr der DB. Der ÖPNV mit Bus, Straßenbahn und U-Bahn hat fast zwei Größenordnungen mehr Fahrgäste und dementsprechend mehr Abfahrten, die in diese Statistik eingehen, auch wenn die Verspätungsdaten hier dafür mitunter unzuverlässiger sind, zum Beispiel weil Verfrühung, die gerade bei Bussen ja durchaus mal auftritt, nicht immer in den Echtzeitdaten reflektiert wird. Würde die DB alle diese Busse betreiben, könnte sie mit einer Pünktlichkeit von etwa 95% prahlen. Bei Tram und U-Bahn sieht es ganz ähnlich aus. Was ist, wenn ein ICE bereits Verspätung hat? Wenn also für die Station, an der ich einsteigen will, in der Fahrplanauskunft bereits angezeigt wird, dass der Zug 10 Minuten später kommt und somit beispielsweise statt in 35 erst in 45 Minuten abfährt, dann sieht die Wahrscheinlichkeitsverteilung der endgültigen Abfahrtszeit natürlich ganz anders aus. Sie wird hier relativ zur aktuell prognostizierten Verspätung aufgetragen. Am wahrscheinlichsten ist es zwar, dass die Verspätung genauso bleibt, wie sie ist, bei 10 Minuten. Aber es ist durchaus auch möglich, dass der Zug bis dahin doch noch etwas Verspätung wieder gut macht, weil er das Tempolimit und die Verspätungspuffer voll ausnutzt. Gleichzeitig ist es auch deutlich wahrscheinlicher, dass er noch mehr Verspätung einsammelt, weil er nicht mehr in seiner vorgesehenen Trasse fährt und auf andere Züge warten muss. Wie wahrscheinlich genau, hängt natürlich von der aktuellen Verspätung ab. Fügen wir also die bisher bekannte Verspätung als vertikale Achse hinzu und markieren die endgültigen Verspätungen nur noch mit Farben, je dunkler, desto wahrscheinlicher. Mit 5 Minuten Verspätung sieht das Bild anders aus als mit 60 Minuten Verspätung. Eine große Rolle spielt aber auch, wie weit in der Zukunft die prognostizierte Abfahrt liegt. Umso näher die Abfahrt rückt, umso unwahrscheinlicher wird es, dass sich die Verspätung noch groß ändert. Insbesondere beträgt eine Stunde vor Abfahrt die Wahrscheinlichkeit nur noch 0,5%, dass der Zug noch ausfällt, wenn er gerade 10 Minuten Verspätung hat. Die Grundlage dieser Statistiken sind etwa 20 Milliarden Echtzeitdatenpunkte zu etwa 1,5 Milliarden Ankünften und Abfahrten zwischen April 2023 und Juni 2024. Die Erstellung dieser Statistiken hat keiner Schnittstelle der Bahn Schaden zugefügt. Zumindest keinen zusätzlichen, weil nur Daten aus sowieso erfolgten Abfragen verwendet werden. Zusätzlich gehen Echtzeitfeeds verschiedener Verkehrsverbünde ein, die von gtfs.de zusammengestellt werden. Danke dafür. Die Sammlung passiert damit zum Teil stichprobenartig und nicht wirklich repräsentativ, sodass die Ergebnisse definitiv mit Vorsicht zu genießen sind.
Wir können unsere Ergebnisse mit der eingangs erwähnten offiziellen Pünktlichkeitsstatistik der DB vergleichen und sehen so, dass sie im letzten Jahr einigermaßen präzise waren, während dieses Jahr die Abweichungen doch bedeutend sind. Wenn wir mal davon ausgehen, dass die DB nicht angefangen hat, ihre Statistiken zu schönen, liegt das wohl daran, dass in unseren Daten Regionen und Bahnhöfe überrepräsentiert sind, die in letzter Zeit besonders mit Verspätungen zu kämpfen hatten. Für die Busse gibt es gar keine wirklichen Vergleichswerte, zumal es um die Pünktlichkeit in Berlin sicher anders steht als in Ummerstadt, wir hier ja aber immer Gesamtdeutschland betrachten. Insgesamt lässt sich wenig überraschend feststellen, dass im Tagesverlauf Busse in der Rush-Hour morgens und abends am unpünktlichsten sind. Mit anderen Worten, die Autos sind schuld. Oder so wie sicher bei der S-Bahn, die Fahrgäste. Zum Beispiel die, die unbeeindruckt von der in den letzten Jahren exponentiell ansteigenden Lautstärke der Piepstöne seelenruhig in der Lichtschranke der Tür stehen. Beim Fernverkehr scheinen die Züge sich eher selbst zu behindern. Hier steigt die Verspätung quasi kontinuierlich mit der Tageszeit. Fragt sich nur noch, wie viel Prozent der Autos eigentlich mit weniger als 6 Minuten Verspätung ankommen.